Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Train Fever hier auf Philips. So, ich möchte heute mal kurz auf ein paar Zuschauerkommentare eingehen und zwar vom Sensenbri. Und zwar hat er geschrieben, Moment. Er hat geschrieben, unter anderem, die S-Bahn mit kurzem Bahnhof mit kleinen Zubringern von A nach B, von A nach C, von C nach B, von Stadt zu Stadt innerhalb der Stadt, von Nord, Süd, West, Ost der Stadt zur nächsten Stadt im Nord, Süd, West, Ost, alles miteinander vernetzen und so weiter, falls du mir folgen kannst, was ich meine, dann ein S-Bahnhof, Leute an mehreren Linien warten, Bahnhof füllen. Es ist wirklich alles sehr verwirrend, aber es heißt für mich sozusagen, wir sollen im Moment die Leute von A, also von hier nach B bringen, von A nach C und noch eine Linie von hier nach hier. Wie ich das auch genau umsetzen soll, kann ich das nicht sagen. So, mehr Bahnhöfe hat er dann nochmal gesagt. Daniel Moser schreibt dann mal wieder, mach mal Minecraft. Kommt demnächst. Bert Bricht schreibt, U-Bahn-Bau made by Philipp. Genau. Und dann wieder Sensenbri. Zwischen den Städten mehr Bahnhöfe. Eine Ortschaft hat nur einen. Damit würde er wahrscheinlich das meinen. Das heißt, wir könnten hier vorne vielleicht noch einen S-Bahnhof reinzimmern, der hier angeschlossen wird. Dazwischen einsetzt um Stadtstraßen ausbauen in beiden Richtungen. Also hier wahrscheinlich auch noch was. Hier noch Stadtstraßen bauen, damit die Städte zusammengeführt werden. Und den Bahnhof am Tunnel noch um die Stadt ziehen. Der Bahnhof am Tunnel, das wird der sein. Den denkt er, das habe ich jetzt verstanden, noch um die Stadt rumziehen, sodass er vielleicht noch rüber geht auf den Güterbahnhof noch mit. Das könnte man vielleicht noch bauen. Okay, dann was wir noch? Mach Minecraft. Taste the Game schreibt wieder eine super Folge. So, und jetzt Sensenbri wieder. Am letzten Busbahnhof könntest du auch noch einen S-Bahnhof reinplatzen. Achso, das habe ich ja gerade schon gesagt hier. Eine Linie in die andere Stadt und eine gegen Uhrzeigersinn zum oberen Bahnhof. Eine Linie in die andere Stadt. Buslinie oder was? Nee. Was weiß ich nicht so genau, was er damit meint. Hier runter zu werden wir auf jeden Fall keine Linie machen. Dann irgendwann mal noch mehr S-Bahn mit kleinen Buslinien von jedem Bahnhof. Und heute hat er eigentlich auch nochmal irgendwas geschrieben. Moment. Ah ja, hier. Sangerhausen, sind wir hier. Habe ich zwei Bahnhöfe nicht angeschlossen. Der erste S-Bahnhof und letzte S-Bahnhof hat keinen Zubringer. Das heißt, hier ist kein Zubringer für den Bus. Müssen wir kurz mal in die Linie reinschauen. Könnte man also hier noch einen Buszubringer aus dieser Ecke hier hin machen? Und für hier auch ein Bus, der hier Haus entlang fährt irgendwie. Vielleicht hier nochmal mit der Verbindung nach drüben. Im Geld liegt es natürlich nicht, ne? Und deswegen können wir das mal machen. Das machen wir jetzt als erstes mal. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen, wenn ich ab und zu ein paar Zuschauerkommentare vorlese. Also werden wir das jetzt hier mal schnell machen. Hier ein, damit wir Sangerhausen jetzt mal wirklich fertig haben. Hier bauen wir also das jetzt noch hin, kopieren das mit dem, bauen dann jetzt noch hier ein paar Linien und zwar hält er einmal hier wendet hier. Obwohl, wir könnten ein bisschen vorfahren. Hier bräuchte ich eigentlich mal Verbindung. Das wäre eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht. Reißen wir das mal weg. Scheiße. Na komm, rufen wir das auch weg. So, haben wir das hier dran, dann haben wir hier eine Haltestelle, setzen wir hier noch eine hin,
Neue Linie. Geht von hier über das. Das. Hier vor im Kreis. Und zurück. Der heißt jetzt Bussangerhausen. Fünf ist es ja dann schon. Oh, da haben wir vier Buslinien. Bussangerhausen 5. So, dann bauen wir hier noch diesen zweiten hin, was wir gesagt haben. Gruppieren die beiden. Und setzen da jetzt noch ein paar Bushaltestellen. Wir könnten ja eh mal hier im Kreis so rausfahren. Und wir fahren so im Kreis raus. Wir setzen mal hier noch eine Bushaltestelle hin. Hier vorne. Dann bauen wir hier eine Straße noch drüber. So. Und Anschluss hier. Und hier noch eine kleinere Straße jetzt. So. Und so. Und da setzen wir. Ne, Moment, wir machen. Damit sich es ausbildet, machen wir hier mal noch. Hier mal noch einen kleinen Abzweig. Vielleicht wird das ja mal was. Wir setzen jetzt hier eine Bushaltestelle hin. Hier. Und hier. Und hier mal noch eine. Dann stelle ich hier auch einfach mal eine neue Linie. Ich weiß nicht, ob es was wird. Nenn den jetzt mal Bussangerhausen 6. Bussangerhausen 6. Fertig. So. Jetzt wollen wir mal ein paar neue Fahrzeuge kaufen. Und zwar brauchen wir 1, 2, 3, 4 auf Bussangerhausen 5. 1, 2, 3, 4, 5 auf Bussangerhausen 6. Dann brauchen wir Nummer 2 auf die 4. Nummer 2 auf die 3. Noch einen auf die 3. Noch einen auf die 1. Und noch 2 auf die 2. So. Hoffe, geht es erstmal mit den Bussen so. Und ich hoffe, Sensenbrie, dass ich das jetzt so richtig verstanden habe, wie du das wolltest. Mal sehen, ob sie sich hier noch ein bisschen ausbreitet oder nicht. Weil hier lief es halt so. Faszinierend. Reicht es aber mit Rohstoffen aus 85? Du produzierst. Ah ja. Für zwei Städte eine 85 und Greifswald braucht. Bräuchte mehr. Ist ja dieser Güterzug ausgelastet eigentlich immer? Er lädt gerade ab. Vielleicht setzen wir mal noch einen drauf von der Sorte drauf hier. Jetzt mal. Oder wollen wir doch vielleicht hier auf die Bahn umsteigen? Wie alt ist der? Boah, ich drück mir steig mal hier um. Wir gehen jetzt doch wieder aufs Elektrische. Aber einen Wagen würde ich die gleichen lassen. Die waren gar nicht mehr so schlecht. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, da ist gerade voll geworden. So, tun wir nochmal klonen.
Hier warten wir jetzt mal noch schnell, bis der alle wird. Hallo. Dann schicken wir den ins Depot. Und den können wir schon mal auf Güter Greifswald schicken. Ach so, da ist noch nicht mal alles elektrifiziert, ne? Welche Stücken fehlen denn? Ich glaube, das hinten gerade, wo die Lokomotive ist. Hier haben wir alles. Hier oben muss ja, fährt er schon was elektrisch? Es ist alles elektrifiziert. Ich kann mir nur vorstellen, dass da ein ganz kleines Zwischenstück irgendwo fehlt. Ein Weicher oder irgend sowas. Hier ist alles. Moment. Ich habe die im Falschen gekauft, das war mir doch jetzt klar. Ich bin ein Depp vielleicht, das glaubst du gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Klonen. Auf Güter Greifswald. Ihr zwei kommt wieder weg. Du kommst ins Depot. Und den zweiten Zug hier, den werden wir dann losschicken, wenn der hinten ist. Hallo? Jetzt ja. Wie schnell fährt er jetzt eigentlich? Fährt er 120 oder 140? Ne, 120. Vielleicht brauchen wir den zweiten auch gar nicht. Nur lass erstmal den Eden nur fahren. Hier üben geht's ja auch auf der Linie, ne? Okay, jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe hier reinkommen lassen. Aha, hier kommen schon ein paar Leute hin, ne? Hier stehen plötzlich auch welche an. Ja, es könnte klappen. System geht langsam auf. Okay, kommen wir jetzt zurück hier zu diesem Bahnhof. Zwei von 78. Ah. Und hier unten? Wieso stehen alle die Autos? Na gut, wir sind halt noch ein bisschen außerhalb hier, ne? Gut, dann wollen wir versuchen, hier noch einen Bahnhof reinzuzaubern. Da muss aber erst der Zug durch. So, jetzt. Da haben wir halt das Gefälle jetzt drin, ne? Das könnte ein bisschen schwer werden. Kriegen wir das unter die Brücke gefädelt? Das ist nicht machbar. Wir müssen die Brücke nochmal umsetzen. Da kommen wir nicht drum rum. So schön wie es auch war, wir müssen es ja nochmal umsetzen.
Oh, was ist denn das hier für eine Scheiße jetzt? So. Warum sagt der mir ständig nicht genügend Platz? Ich kann die zwar hinsetzen, aber da wird er mir bestimmt gleich kommen, dass das hier ein zu großes Gefälle wird. Steigung zu groß, war klar. Was wir machen könnten, ist hier nochmal eine Straße rausziehen. Nur mal ein bisschen ranführen, dann reißen wir hier das Stück ab. So. Versuchen jetzt nochmal den Bahnhof hier hinzusetzen. Ah gut, jetzt haben wir natürlich wieder hier den Scheiß. So. Und jetzt versuchen wir nochmal den Bahnhof hinzusetzen. So, vielleicht klappt es diesmal vom Gefälle her. Ja. Achso, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, hier aufrüsten. Und hier den Strom wieder wegnehmen. Dann muss der Zug mal ganz kurz anhalten. Damit wir was abreißen können nochmal. Das Gleis. So. Und so. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur das noch hinzufügen und dann ist gut. Wo ging der 1 los? 1, 2, also nach der 2 eine Haltestelle hinzufügen. Und zwar den. Nachts nach der 4 nochmal den. So, jetzt müssen wir nur noch hier den Anschluss machen. So. Dann sind wir hier mit dem Bus hingefahren. Das heißt, wir setzen hier noch das Busterminal hin, gruppieren das mit dem und ändern hier auf dieser Bus-Greifswald-Linie die Haltestelle 1. Da fügen wir das hinzu und tun hier die 1 wieder löschen. Und von mir aus können wir da jetzt auch nochmal vielleicht ein bisschen zu nur. Halt mal hier. So, also tun wir nach der 1 jetzt noch den hinzufügen und nach der 17 nochmal den. So. Ach so, dann brauchen wir jetzt natürlich noch eine Brücke. Aber das machen wir morgen in der nächsten Folge. Also bleibt dran, schaltet morgen wieder ein. Bis morgen, tschüss.